Ja, servus Leute. Ich habe vor ein paar Tagen das Startup Charge X in München besucht. Die stellen intelligente Ladelösungen für Parkhäuser und Wohnungseigentümer, Gemeinschaften und ähnliches her. Ich habe auch schon ein Video gemacht, in dem das Produkt erklärt und auch zu sehen ist. Das verlinke ich hier oben in der Ecke. Könnt ihr euch ja mal vorab anschauen. Und ich habe natürlich auch die Gelegenheit genutzt, mit den Gründern mal ein Gespräch zu führen, weil ich persönlich schwer beeindruckt bin von jungen Leuten, die so eine Geschichte auf die Beine stellen, sich Kapitalgeber suchen und dann so ein Start-up gründen. Und dieses Gespräch, das seht ihr jetzt. Ja, servus Leute, ich bin heute bei Charge X zu Gast. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Und die Gelegenheit, die ergreife ich natürlich beim Shop, um mal zu fragen, wie das denn so ist als Start-up, als Gründer, als Neugründer und auch als relativ junge Leute. Ich hoffe, das darf ich noch sagen, was einen dazu bewegt und welche Hürden man da zu bewältigen hat. Und zunächst erstmal würde mich interessieren, Michael, was ist dein Hintergrund? Wie kommst du dazu, dich an so einem Start-up zu beteiligen? Sehr gerne. Also ich bin der Michael, ich bin einer der Gründer von Charge X und wir haben uns Mitte 2017 dazu entschieden, Charge X zu gründen. Mein Hintergrund war ein bisschen anders. Also ich komme eigentlich aus der akademischen Richtung, mehr aus der Energiespeicher- und erneuerbaren Energienrichtung. Habe mich da relativ lange mit Power-to-Gas beschäftigt, mit Regelenergiemarkt und wie man generell erneuerbare Energien über einen längeren Zeitraum speichern kann. Und da kam dann eins zum anderen und dann bin ich danach bei Mobility House gelandet im Vehicle-to-Grid-Sektor und habe Ist mich so eine gekümmert. Beratungsgesellschaft oder? Das ist so der größte Online-Shop eigentlich für Ah, Ladestationen. okay. Und da war eben der Kontaktpunkt, dass ich eben zur Elektromobilität hingekommen bin. Und ja, dann hatten wir zusammen eine relativ gute Idee. Und dann war eben die große Entscheidung, einen richtigen Job kriegen oder Gründer werden. Und ja, dann wurde ich Gründer. Okay, und Einen Tobias, richtigen Job bist haben wir keinen bekommen, deswegen sind wir jetzt hier. du? Ja, das glaube ich nicht. Ihr wirkt schon relativ smart auf mich. Also ich glaube, ihr könntet auch woanders eine Beschäftigung finden. Was ist dein Hintergrund? Wie kommt es bei dir Genau, zustande? ich bringe quasi die Mobilitätskomponente mit rein, weil wir entwickeln ja Ladelösungen für Elektroautos und quasi ist ja genau der Übergang zwischen ja, der Automobilwirtschaft und auch der Energiewirtschaft. Mein Hintergrund ist der, dass ich klassisch Betriebswirtschaft dual mit einer großen Bank gemeinsam studiert habe, habe dann gemerkt, okay, moralische Flexibilität hat auch Grenzen und deswegen habe ich das dann Okay, beendet. also hast du eine Bankausbildung gemacht? Genau, mit Okay. Studium kombiniert und habe dann meinen Master im Bereich Automotive and Mobility Management gemacht. Also wie kommt man in Zukunft von A nach B, aber auch möglichst nachhaltig. Und in dem Prozess, auch mit meiner Masterarbeit, bin ich dann sehr tief in das Thema Elektromobilität eingestiegen, habe mir dann im Studium schon von den letzten Kröten mir eine Zoe zusammengespart und dann aus Frankreich importiert. Okay. Und so war dann auch die Faszination da für die Elektromobilität. Und ja, wir haben uns dann auch bei diesem Arbeitgeber kennengelernt. Ich war mehr auf der Produktmanagementseite von Ladeinfrastruktur und wir haben einfach gesehen, das große Bottleneck der Elektromobilität werden ganz klar nicht die Fahrzeuge sein oder auch die Reichweiten, das ist eigentlich jetzt schon gelöst. Eigentlich, wie kann man denn gerade im urbanen Raum überall sein Fahrzeug aufladen, um das einfach jedem zu ermöglichen, der auch täglich damit fahren möchte? Und da fanden wir die aktuellen Lösungen einfach unzufriedenstellend und deswegen haben wir das eigenes entwickelt. Und ihr habt jetzt noch einen dritten Mitgründer mit dabei, der ist jetzt heute hier nicht, das ist der Genau. Johannes, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Welche Rolle spielt er da bei euch? Weil ihr scheint ja auch alle verschiedene Kompetenzen dann mitzubringen, ne? Welche Kompetenz ist dann seine vornehmlich? Ah, der Johannes ist so der typische Maker im Team. Also der Johannes war auch in der Technischen Hochschule Ingolstadt zusammen mit Tobi und er ist wirklich der typische Schrauber. Man gibt ihm eine Idee und er designt dann eine Platine, sucht die Komponenten raus und baut dann quasi den Prototypen aus der Idee. Das ist so das, was er bei uns hauptsächlich macht und kümmert sich jetzt um die ganze Produktentwicklung und die Produktion. Okay, also das ist schon mal sehr beeindruckend und dass ihr auch da euch drei zusammensetzt und dann sowas dabei rauskommt. Welches waren denn jetzt eigentlich so die Haupthürden, die ihr erstmal überwinden musstet, um dieses Charge X überhaupt auf die Beine zu stellen? Weil erstmal ist ja die Idee da, aber die allein, die hilft ja keinem. Naja, es hat eigentlich ganz einfach angefangen, weil wir das neben dem Job oder neben dem Studium schon begonnen haben. Das heißt, wir hatten nicht diesen großen Schritt hin ins Ungewisse, sondern wir haben das nebenbei gemacht und haben quasi ja die erste Mehrfachsteckdose für Ladestationen entwickelt, haben das dann auch gebaut und getestet. Und wir haben quasi dran geglaubt, aber mussten nicht diesen Schritt gehen, da jetzt irgendwie einen Job zu kündigen. Und der große Schritt war eigentlich durch eine Förderung von der Europäischen Union, die gesagt haben, das war der Climate Kick Accelerator, die gesagt haben, die Idee ist spannend, wir geben euch mal 20.000 Euro dafür. Und da haben wir gesehen, okay, das ist eine ziemlich gute Validierung von diesem Produkt. Und das hat uns dann eigentlich dazu bewegt, nach dem Studium auch Vollzeit an dem Thema zu arbeiten. Denn wenn man noch kein großes Gehalt gewöhnt ist, wenn man noch keine große Familie hat, ein Haus, das man bezahlen Ja. muss, dann fällt der Schritt natürlich auch leichter, das muss man ganz klar sagen. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, das weiterzumachen. Ja, und ihr habt ja jetzt auch ein Produkt entwickelt, das ist ja auch am Markt erhältlich, ne?
Aber wie habt ihr auch jemanden gefunden? Ich meine, auch die, man sieht ja klar, das ist jetzt kein wenn ihr gerade sagt, der Johannes, der baut Platinen zusammen und testet das aus, das ist ja dann immer erstmal ein Prototyp. Aber hier habt ihr ein endgültiges Produkt. Wie findet man dann als kleines, ich sage nicht despektierlich gemeint, aber als Startup, wie findet man einen Produzenten, der sagt, jawohl, ich gehe mit euch ins Risiko, ich entwickle das für euch mit und produziere das auch für euch? Ich nehme an, ihr produziert nicht selbst, davon gehe ich jetzt mal aus. Oder produziert ihr auch selbst? Das ist noch gar nicht so lange her, dass wir es noch bei uns in-house produziert haben. Also das Einzige, was schon immer ausgelagert war, war das Gehäuse. Also das Gehäuse lassen wir schon immer bei einem Dienstleister fertigen. Da sind wir mit einem fertigen Design zum Dienstleister gekommen und der hat es einfach für uns angefangen zu produzieren. Differenzieren da nicht zwischen Großunternehmen oder Startups, sondern die sehen einfach, ich kann da, habe Ich da kann einen einen Absatz, Auftrag. ich habe einen Auftrag und dann machen die das einfach für Okay. mich. Die größere Hürde ist eher bei der ganzen Elektronik. Also wir haben dann auch relativ zeitnah jemanden eingestellt, der uns bei der Elektronik und Entwicklung unterstützt. Und die ganze Entwicklung ist bei uns wirklich in-house, also sowohl Software als auch Hardware. Und nur die wirkliche Produktion dahinter ist dann beim Lohnfertiger. Also wir haben jetzt hier ein Kleinunternehmen aus München, das aktuell die Varianten für uns fertigt, also wird alles extern gefertigt und bei denen auch zusammengeschraubt. Und wir machen dann bei uns noch die Qualitätssicherung, das Bespielen mit der Software und Verpackungen zum Kunden geben. Und natürlich für uns war es ein großer Schritt, das auszulagern, aber es war auch relativ wichtig, weil man die Stückzahlen einfach nicht als kleines Team mehr zusammenbekommt. Deswegen haben wir alle zum Lohnfertiger gegeben. Und wie ist es mit Kapitalbeschaffung? Haben euch die 20.000 gereicht? Also wenn ich das fragen darf, natürlich kann auch sein, dass es ein bisschen zu ins Detail geht. Oder muss man sich dann auch noch Risk Capital, wie heißen die, Risikokapital, Investoren genau. suchen? Und wie funktioniert das? Also prinzipiell haben wir mehr Hürden oder mehr Probleme, weil wir auch Hardware entwickeln. Und auch beim Prototyping oder auch wenn man eben die Bauteile beschafft, ist da deutlich mehr Kapital, Umlaufkapital notwendig als bei einer Softwarebude. Ihr müsst ja auch Jetzt, zertifizieren oder genau, also wir irgendwas. entwickeln ja immer noch Software, das heißt, das ist auch ein großer Teil unserer Wertschöpfung, aber da braucht man einfach deutlich mehr Kapital. Und das haben wir auch gesehen. Also den Prototypen konnten wir noch selber zusammenbauen, aber haben relativ schnell nach externem Kapital gesucht. Wir haben auch viele Wettbewerbe mit dem Produkt gewonnen, was auch wieder Cashflow generiert hat. Was habt ihr Deswegen, unter anderem an bedeutenden, einfach nochmal so als Info, was habt ihr gewonnen? genau, den Gründerpreis Digitale Innovationen von der Bundesregierung oder vom Bundeswirtschaftsministerium haben wir Okay. gewonnen. Ganz viele Mobilitätspreise von verschiedenen Beratungsgesellschaften und auch Businessplanwettbewerbe wie hier in München. Da sind wir zweiter Platz geworden, weil wir quasi ja auch ein spannendes Geschäftsmodell dahinter sehen. Wir wollen ja nicht bloß die Dinger bauen, wegschicken und mal schauen, was passiert, sondern auch irgendwie längerfristig mit den Kunden zusammenarbeiten. Und das hat natürlich auch ein bisschen Geld generiert, aber wir mussten ja in der ersten Seed-Runde, die erste, wo man die Basis eigentlich sät, mit den ersten privaten Investoren zusammenarbeiten, haben knapp 500.000 eingesammelt für die Firma. Und das hat uns gereicht. Also da sind wir auch sehr kapitaleffizient unterwegs gewesen, dass wir wirklich von dieser Idee, die funktioniert, hin zu einem zertifizierten Produkt, das extern produziert werden kann, jetzt am Markt sind. Und das war doch eine sehr, sehr große Effizienz, die wir da hatten. Und die Zertifizierung an sich, war das ein Problem für euch als Startup jetzt auch die wahrscheinlich TÜV-Abnahme und ähnliches? Es gibt ja verschiedene Hürden, die da zu nehmen sind, oder war das relativ problemlos und lief glatt ab? Also es war schon ein starkes Stück, vor allem die Dokumentation, der ganze Papierkram dahinter, der ist schon relativ viel für ein Startup. Also das war so meine Aufgabe eigentlich. Ich habe da quasi ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nur an diesem ganzen Zertifizierungsprozess gearbeitet. Da gibt es natürlich zwei Sachen. Einmal muss das Gehäuse passen, also es darf nicht kaputt gehen, wenn man dagegen langt. Das ist das eine und es darf natürlich auch nichts passieren, was die Elektronik angeht. Ja. Also dieses ganze Thema EMV und so weiter. Und da haben wir natürlich mit Prüfbüros zusammengearbeitet, die das dann endgültig abgenommen haben. Und das war dann schon ein großer Schritt oder ein großer Meilenstein. Dann Ende März war dann alles fertig. Dann mussten wir nur noch die Dokumente zusammentragen. Das packt man in den Ordner für immer und hat es dann quasi für immer dokumentiert. Und dann konnten wir es endlich Anfang April dann komplett zertifiziert verkaufen. Aber das ist ja dann, wie du schon sagst, wahrscheinlich Punkt A, der Zeitfaktor ist ein Problem und es ist wahrscheinlich auch relativ teuer. Und ich nehme an, dass da das meiste Geld reinfließt, um das Produkt überhaupt am Markt anbieten zu können. Ja, also das beeindruckt mich wirklich ohne Ende und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es erfolgreich weitergeht. Noch eine Frage, wie vertreibt ihr das? Nur online oder macht ihr da, habt ihr auch ein Ladengeschäft oder wie funktioniert das bei euch? Also aktuell machen wir Direktvertrieb, das heißt, wir adressieren unsere Produkte an die Wohnungswirtschaft, aber auch an große Flottenbetreiber oder generell Firmen, die begrenzte Energieverfügbarkeit haben und aber viele Autos laden müssen oder auch in Zukunft. Dafür haben wir das modulare System entwickelt. Und aktuell, wirklich, wenn die Kunden bei uns anfragen, dann kümmern wir uns um die Installation
Administration auch vor Ort, damit es dort installiert wird und auch funktioniert. Aber auf lange Sicht wollen wir das einfach mit Betreibern von Ladepunkten zusammenarbeiten. Also wir wollen es in die Wertschöpfungskette von bestehenden großen Firmen integrieren, weil wir einfach keine AC-Säule ersetzen. Manchmal macht es total Sinn, eine normale AC-Säule zu installieren, aber manchmal, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind, macht unser Produkt deutlich mehr Sinn. Wir wollen quasi eine Portfolioerweiterung darstellen und das ist das zukünftige Vertriebsmodell, dass wir quasi mit Partnern auch an den Markt herangehen. Und ja, das trägt quasi dazu bei, um einfach diese Vision von unserer Firma auch voranzutreiben. Aber ihr wollt auch in den Privatkundensektor rein oder ist das kein Thema für euch? Also wenn jetzt Mehrfamilienhäuser, kann ja auch sein, dass das jetzt keine Wohnungsgesellschaft ist, die das praktisch ja verwaltet. Ist das auch was, wo ihr dran denkt oder sagt ihr, das ist jetzt für euch nicht so unbedingt der Markt? Also wenn sich die Novelle der WEG endlich mal ändert und einfach dieser Prozess leichter wird. Ende 2020. Genau. Dann wird dieser Markt auch riesengroß, da bin ich davon überzeugt, weil ganz viele schon mit den Hufen scharren, aber quasi aufgrund der aktuellen Regularien einfach das nicht können. Da sehen wir ein riesiges Marktpotenzial drin. Aktuell, wir müssen im Startup immer kurzfristig denken und also langfristig Visionen haben, aber kurzfristig irgendwie schauen, wie wir Umsatz generieren können. Deswegen ganz klar B2B an Firmen zu verkaufen, weil die auch das Budget aktuell haben und die haben auch die meisten Elektroautos aktuell. Ja. Also da drücke ich euch auf jeden Fall euch rein und natürlich auch den ganzen Mitarbeitern, weil ihr, man sieht ja, ihr habt auch schon einen recht großen Mitarbeiterstab, auf jeden Fall die Daumen, dass ihr erfolgreich seid und ich ziehe meinen Hut vor dem Mut, sowas auf die Beine zu stellen, weil ich muss echt sagen, ich als alter Beamter, da hätte ich ein bisschen zu viel Schiss davon. Also vielen Dank, dass ihr auch für das Gespräch zur Verfügung standet. Danke, Michael, für den Besuch.